So, willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Wir befinden uns wieder in der modernen Ära, nachdem wir die letzten Mal so ein bisschen Ausflüge in die klassische und die goldene Ära gemacht haben. Genau. Und wir sind im Turnier, im dritten Turnier. Genau, Klasse 1 Trophy. Was kommt da für Text? Wähle einen Spezialwettkampf, verdiene zusätzliches Geld. Ja, nee, das ist doch Teil der Evolution, Junge. Ja, 911er Turbo haben wir das letzte Mal gefahren, den 3,6 Liter, der war ganz nett. Allerdings, ja, so ein auf Messers Schneide ist man da wahrscheinlich unterwegs gewesen. Haben uns auch mal überschlagen, hatten die falschen Reifen drauf, sind nicht um die Kurven gekommen. Ja, nach kleinen Sprüngen im Gelände haben wir so ein bisschen was an, naja, ich sag mal, Halt verloren. Und jetzt ist. Und jetzt ist Klasse 1 dran. So, das ultimative Hochgeschwindigkeitsrennen. Dieses Turnier steht nur denjenigen offen, die die aufregende Action von Porsches Hochleistungssportwagen aushalten können. Ja, können wir es aushalten? Ich weiß es nicht. Das war Klasse 1. Wir haben nur Klasse. Ah, ne, es ist klassisch, ganz runter. Genau, Klasse 3, Klasse 2 haben wir. Und dann Elva Carrera und den Turbo, den haben wir das letzte Mal gefahren. Den fand ich sogar noch angenehmer vom Fahrverhalten her, der 3,6er. Und ist das ein 4 Liter gewesen? Also quasi runterge. Schraubt? Ich weiß es nicht. Wieso steht hier 964? Ist das die Serie oder so? Keine Ahnung. Heißt, wir müssen leider einen Neuwagen kaufen. Zum Glück haben wir 240. Oh, auf der hohen Kante. Reicht das überhaupt? Weil der würde ja schon 200 kosten. Und aktuell 250, hoffentlich. Neuwagen kommt, Klasse 1. Der Targa, der gute alte Carrera Targa, 96er, 911er, kosten 150, das ist doch ein Traum. Wo steht denn die Klasse? Klasse Modern 2? Klasse Modern 2. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Heißt, das ist Modern 1. Modern 1 ist Klasse 2. Das ist der 3,6er Turbo. Das ist Carrera 4, Modern 2. Carrera 4 Coupé ist Klasse Modern 2. Ist das dann quasi Klasse 1? Moment mal, jetzt raff ich es gar nicht mehr. Moment. Ah, Klasse 1 ist nur der 3,6er Turbo, den wir schon haben. Wie bitte? Schau dir den Wagen an. Moment. Achso, das ist 993 und die anderen sind. Auch 993. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich raff's nicht mehr so ganz, aber hier ist Modern 1. Das ist wahrscheinlich Modern heißt Klasse 1 Trophy und die sind wahrscheinlich dann alle Klasse 2. Ist das richtig? Jo. Wir haben doch die. Moment, wieso ist denn der 895er Modell? Wir haben einen 93er, oder? Das muss ich testen. Moment, Moment, Moment. Genau, wir haben 93er, 911er Turbo, 3. 6 Coupé, 964. Okay. Den haben wir momentan. 911er 93er 911er Turbo. Und das hier ist ein 95er 911er Turbo. Okay, also für ein 2 Jahre aktuelleres Modell muss ich jetzt 212.000 bezahlen. Dann habe ich noch. Ja, da habe ich ein Problem, oder? Dann habe ich ein Problem. Richtig. Ich kann mir den kaufen. So ist es nicht. Ein schickes Grün vielleicht mal wieder zur Abwechslung. Aber das haben wir noch gar nicht gehabt. Was ist das denn? Komplett in Weiß. Oder so einen schwarzen Teufel. Haben wir das schon gehabt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und innen rot? Na, ist doch schick. Wenn die Frage, soll ich den holen? Der kostet 212. Gibt es den vielleicht auch noch in Gebraucht? Weil, ne, wenn ich aber ein Problem. Gebrauchtwagen, ja. Klasse 2, Klasse 1. Oh. Ah, halt. Ja, das ist aber goldene Ära. Das ist natürlich schlecht. Ja, die hätte man sich vorher allein kaufen sollen. Wahrscheinlich hätte man das wirklich machen müssen oder sollen. Man hätte sich vielleicht Autos schon besorgen müssen, die dann zu Oldtimern werden, dann richtig fett Kohle ab. Bringen, weil das ist hier einer von den ersten, die so gut wie nichts gekostet haben, irgendwie 5.000 oder sowas oder 15.000. Und die kosten jetzt halt mal das Zehnfache. Das ist natürlich nicht gut. Ich glaube nicht, da habe ich das Geld nicht für den Wettkampf, kann das sein?
Also ich brauche ihn ja sowieso. Ich muss den kaufen. Komme, was wolle, völlig egal. Sieht ja schick aus, ne? So ein bisschen wie Knight Rider. Ach komm, was hat der Geiz? Wir kaufen 26.000. Ich glaube, damit machen wir aber nicht so wirklich schick ist er. 35.000 kann ich mir nicht leisten. Okay. Bekommen wir dann irgendwoher so knappe 9.000? Von mir ist es auch nur 8,5. Das würde ja schon reichen. Oh Gott. Was haben wir denn? Was kann weg? Standardauspuff verkaufen. Standardbremsen verkaufen. Ja, Getriebe. Was ist das denn alles? Erstmal alles in Standard weghauen, ne? Weil die brauche ich ja sowieso nicht. Manche Sachen habe ich ja auch doppelt. Ich weiß noch nicht, welche das sind. Oh, sehr gut. Kleinvieh, das macht alles Mist. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen ja nur 8,5, haben wir gelernt. Und Standfederung kann auf jeden Fall weg. Genau, ich hau jetzt mal alles weg, was Standard ist. Ich weiß, mal war das die. Also, es kann auch sein, dass das die. Ja, na, hohes Übersetzungsverhältnis für hohe Geschwindigkeit und Standard ist dann quasi das für die etwas engeren Strecken. Und das hat, genau, das haben wir doppelt gekauft. Profi, deswegen ist das hier nicht verbaut. Ne? Das haben wir wahrscheinlich auch dann doppelt gekauft. Kalt an. Ich weiß es nicht. Das sieht nicht so aus, als ob ich die. Also 14.000 haben wir, Ringreifen haben wir für irgendwas. Aber ich würde sagen, Standard verkaufen wir. Genau sowas hier. Eng und Fünfgang. Wahrscheinlich war das schon verbaut und deswegen habe ich es doppelt gekauft. Das war doch für den 911 oder sowas. Genau. Da haben wir ein bisschen Turbo-Kit Stufe 2, weil wir den Vierer geholt haben. Das war doch so, oder? Genau. Weil wir nicht hinterhergekommen sind, haben wir dann gleich auf 4 aufgestockt. Normale Reifen können sowieso weg. Genau, ich verkaufe jetzt einfach mal alles in der Hoffnung, dass ich danach dann genug habe, um mir vielleicht Slicks leisten zu können. Ja, was werden die Kosten? Oh, 31.000, sehr gut. So, verfügbare Teile für den 911 Turbo Coupé. Genau, Slicks kosten wir jetzt schon 5.000. Das ist halt auch ganz schön frech, muss man sagen. Oh Gott, schon wieder das hier. Fiberglas, Kotflügel und so weiter. Moment, ich brauche was? 35 brauche ich, ne? Also kann ich 22 ausgeben. Getriebe für hohe Geschwindigkeit brauche ich auf jeden Fall. Und Federung. Und Federung. Profi-Rennstoßdämpfer. 13. Hier können wir natürlich leider nichts verbauen. Größer Luftladekühler für 15. Ist leider nicht mein Budget. Wir haben noch knappe 9. Profi-Rennbremsen. Getriebe haben wir. Federung, Stoßdämpfer. Aber keine Bremsen. Keine gescheiten. Das ist natürlich nicht so intelligent, ne? So, 14.000, 15.000 haben wir. Carbon. Jetzt ist die Frage, soll ich das wieder verbauen mit dem Carbon? Waschmaschinen leben ja auch länger mit Carbon, von daher. Au, oh, Whale Tail! Da kommen wir wenigstens wieder um die Kurven. Was ist eine GT2 Motorhaube? Das ist der Standardkrümmer, der in einem Fabrikneuen Porsche eingebaut ist. Ja, sagst du. Oh, kommt das noch hin für den Preis? Ja, wir brauchen ja nur. Vielleicht eine Kleinigkeit noch? Fiberglas. Moment, Kur geht dazu. Und Motorhaube und das ist die Fiberglas und das ist die Carbonfaserhaube. Reicht das? Müsste reichen, ne? Rein rechnerisch. Wir brauchen hier was? 35.000. Das langt. Sollen wir das mal machen? Habe ich irgendwas falsch eingekauft? Nee, alles super. Ach, was soll's. Ja, ach so, wir haben dann kein Geld mehr für die Reparatur. Das ist natürlich eher unangenehm. Aber das macht nichts. Ja, Musik ist auch wieder aus, weil. War zwar ganz nett, ich weiß auch gar nicht, ob es im Rennen wirklich Musik gab. Eigentlich schon. Aber vielleicht war es zu leise und das Auto zu laut. Teil anbringen, jawohl. So. Teil anbringen, habe ich gesagt. Oh Gott, der hat ja schon einen. Oh Mann, was eine Kacke. Mein Gott, Walter, warum gucke ich denn nicht, was ich schon verbaut habe? Standardstoßdämpfer, Profi-Rennfederung. Jo. Standard-Sechsganggetriebe. Aha. Profi-Rennbremsen. Aha. Tja, das wird unangenehm, glaube ich. 35.000. Ja, 800 haben wir noch extra. Wenn wir das wieder verkaufen, haben wir, weiß ich nicht, 1.000 gewonnen. Oder 500, zahle ich. Jetzt schauen wir mal einfach mal. Kriege ich für den Whale Tail, für die Walfischflosse, bekomme ich da was zurück? Okay, 1.500. Habe ich nicht gerade nur 1,2 gezahlt? Na, ist egal. Wir
schmeißen wir alles wieder auf die Liste. Einfach nur, dass wir ein bisschen was auf der hohen Kante haben, dass wir gleich für die Reparaturen, die höchstwahrscheinlich anfallen werden. Ich habe da so eine Vermutung. Normale Reifen kommen weg. Ja, nochmal 10.000. Ja, das hat sich doch gelohnt. Den ganzen Standard-Shit, der ist ja auch schon was wert. Von daher läuft. Kann man so alles wieder in Zahlung geben. Okay, jetzt wollen wir doch mal sehen. Oh Gott, so ein Industriell. Alpen, Monte Carlo. Oh Gott, und Autobahnen. Das wird alles sehr unangenehm. Jetzt haben wir 11.000 für die Reparaturen. Na, immerhin. Das ist doch schon mal was. Und ich werde nicht vom Telefon genervt, weil erwarte einen Anruf. Aber gut. Jetzt. Ja, nicht so interessant. Okay. Vielleicht mal die Cockpitsicht reinmachen zur Abwechslung. Oder lässt du wieder Schläge? Boah. Hier werden in so einen Sack voll Reis reinknüppelt, ne? Und wieder ein neues Auto, wieder umdenken, wieder dran gewöhnen. Und die sind irgendwie recht flott unterwegs, muss ich sagen. Boah. Okay, die Bremsen sind ein bisschen krass. Diese Profi-Rennbremsen. Schnell ein paar Mark gut machen und ein paar Meter viel hier. Okay, hau ab! Keiner fährt hier lang. Ich weiß nicht, ob das eine intelligente Idee war, hier lang zu fahren. Ach Gott, wieder der Walfisch ist das. Ja, das ist jetzt wieder sehr intelligent, hier lang zu fahren. Genau deswegen, genau wegen solcher in die Straße ragender Dingenskirchen. Deswegen meide ich ja sowas eigentlich immer. Wieso ist denn der so still? Bin ich hier in Spes oder was? Oh Mann. Tja, da ist der Lack ab. Aber ist der Lack ab als Lack dran? Oder Laktoseintoleranz? So, ja. Die haben. Oh, haben die sich da hinten gedreht so ein bisschen? Nee, ne? Okay, zumindest mit dem Walfisch kommen wir relativ gut um die Kurven. Das ist gut. Mit der Walfischflosse. Jetzt müssen wir nur darauf achten. Wieso ist das so leise? Soll ich wieder die Sicht wechseln? Ja, ne? Ja, das klingt besser. Und zum Glück haben wir gute Stoßdämpfer. So, da vorne sind die anderen beiden. Ja, übrigens, habe ich das letzte Mal erwähnt. Da gibt es irgendwie nicht so wirklich. Also, da kannst du fahren wie der letzte Henker, das interessiert keinen. Hier musst du halt wirklich aufpassen. Ist dann schon ein bisschen simulastiger. Das andere ist eher so ein bisschen: Ja, mein Kleiner, jetzt fährst du einfach mal eine Runde. Wird schon schief gehen. Ja. Boah, da muss man wirklich gedrückt halten. Auf der Bremse draufbleiben, damit man hier überhaupt mal rankommt. Also die ersten beiden haben wohl ihre Turbo-Kits verbaut. So, sehr vorsichtig bitte. Wieso fahre ich dem hinterher? Wieso fahre ich dem denn hinterher? Bleib doch auf der normalen Strecke, mein Junge. Ist ein bisschen langsamer als wir, ne? Wo geht's denn lang? Oder was? Das ist aber auch neu, oder? Dass da die Wand so blinkt. Und uns da extra den Hinweis gibt. Ey, Vorsicht, Junge. Okay, zweiter. Sehe ich das richtig? Ja, krass, ne? In 2,46 mal geschwind durch so ein Industriell durchgebrettert. Die reinen Fahrzeiten werden echt immer kürzer. Aber die Aufmerksamkeit muss halt da sein, sonst landest du irgendwo in der Wand. Oh, 26.000. Und direkt mal ein Streckenrekord. So, jetzt mal Reparatur. Die wird wahrscheinlich nicht sehr teuer sein, hoffe ich. Genau. Null ist gut. Oh Gott, Alpen. Fragen, Frage, Fragen. Regenreifen, ja oder nein? Regenreifen, ja oder nein? Ich weiß es nicht. So, mach's mal ohne Wagen. Und oben dann wirklich nur, ne, so touchieren. Ach komm, wir sind mal krass. Wir fahren über die Alpen ohne Regenreifen. Und ich gehe immer noch davon aus, dass das wirklich eine Rolle spielt, ob ich mit Regenreifen unterwegs bin im Schnee oder nicht. Licht aus. Na, ja, ich habe es umgestellt. Welcher Knopf das jetzt ist, keine Ahnung. So. Zumindest bei den Serpentinen müssten wir mit dem Whale Tail ja relativ gut rumkommen. Aber das ist ja schon krass, wie schnell die hier fahren. Oder wir. Ich bin ja Teil, zum Glück.
Ich bin ja zum Glück Teil des Ganzen. Oh Mann! Bremst mich doch gerade noch aus, du Affe! Verrückter Mongo! Weg mit dir! Das ist der nächste. Und den kriegen wir. Jetzt kommen wir diese. Genau diese. Diese Beule sozusagen. Oh Mann! Tja, man könnte es auch gut nehmen, die Kurven. Hau ab! Oh, hau doch ab! So. Und der hängt das aber direkt am Nacken, der Kollege. Aber wie gesagt, wir streiten uns nicht mit denen. Und auch das ist so ein Punkt, ne, bei Hot Pursuit. Ja, dieses sich gegenseitig wegboxen die ganze Zeit, dieses Duellieren ist ja eigentlich ganz nett. Aber andererseits. Oh doch, den kriegen wir. Eigentlich ganz nett. Andererseits, so ein bisschen. Dieses ganze permanente aggressive Fahren ist dann irgendwie nicht. Ja, danke, Arsch. Ganz so gut. Zum Glück gut gefangen. So, jetzt ging es gleich nach rechts, genau. So, und jetzt dürfen sie langsam anfangen. Oh Mann, wir aber auch. Den Halt zu verlieren. Ach, jetzt geht's ja direkt. Geht's aber knallhart los. Das finde ich ja immer so ein bisschen krass. So, jetzt kommt gleich die Linkskurve. Und danach muss man dann wirklich aufpassen. Genau hier. Die ist wirklich. Also ich glaube, aus der Kurve bin ich fast jedes Mal rausgeflogen. Und der Rote dreht sich. Sehr gut. Und er dreht sich schon wieder. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Halt. Ja. Also dieses angenehme, einfach nur durch die Gegend cruisen, ja, wie bei den Anfängen mit den 356ern, das ist leider schon längst vorbei. Knallharter Konkurrenzkampf. Und der Blaue dreht sich eine Runde. Ja, ich gucke als mal kurz auf die Mappe. Ich krieg links unten ja nicht so dermaßen viel mit. Na, was ich mitbekomme, das gefällt mir alles. Dann, wenn ich sehe, der Rote dreht sich, dann dreht sich der Blaue mal weg. Wenn die Konkurrenz sich auf der Stelle dreht, ist das wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Aber wir sind zu nah dran. Und jetzt die miese Kurve hier, die ist wirklich das Letzte. Was uns hier gefährlich werden kann auch. Oder so. So, und jetzt kommt gleich wieder, tja, die Ebene. Ich würde sagen, wir fahren rechts lang, oder? Ja, doch. Und mit dem Teil möchte ich gern so ein bisschen die Geschwindigkeit, die wir haben, ausnutzen. Noch sehen wir sie nicht. Das heißt, wir haben vielleicht, wenn wir Glück haben, den ersten Platz im Sack. Also jetzt kein Unfallbau und vor allem nicht so weit außen. Ich sag's immer wieder, hier immer schön aufpassen. Aber im Vergleich zu dem vorherigen, zum 93er 911 Turbo, der hier fährt sich wirklich, naja, sag mal, wie geschnitten Brot oder so. Mal ein bisschen am Limit fahren, aber kriegen wir schon hin. Na gut, ist ja keine Rallye, Sekunden spielen keine Rolle, wir sind Erster. Könnten auch quasi vor den herfahren und in den Stinkefinger zeigen, aber das macht man nicht, ne? Ja, zum Glück zählt das nicht mehr und wird auch nicht bezahlt. Oder beziehungsweise das wird bezahlt. Erster, ganz klar. Ach, Punkte. Aber trotzdem noch einen zweiten. Dieser dumme Dylan immer, ne? Aber mal kurzerhand die Beste rausgefallen. Vorn. 5 Sekunden schneller als Cove Girl und C3. EO. Das ist nicht schlecht. Und ich muss sagen, immer noch eine der hübschesten Strecken. Finde ich richtig knorke. Boah. Also nur ein bisschen ange. Ah, gut. Ja, gut. Wir sind schon ein bisschen hart rein in die Leute. Motor, klar, weil wir vorne in die reingebrettert sind bei den Serpentinen. Da ist es verständlich. So, jetzt. Schon wieder so ein Kurs. Ich weiß, ich ziehe den kürzeren auf den ganzen Geraden. Und es geht ja einmal komplett darum, soll ich oder soll ich nicht da. Ein bisschen was verbauen, was ein bisschen mehr, naja, Leistung bringt. Ersatzteile. Ich glaube, hier ist nichts großartig verbaut, ne? Twin Turbo Kit Stufe 2, was würde das denn bringen? 150 PS und der größere Ladekühler nochmal, also haben wir bis zu 200 mehr.
Twin Turbo Kit Stufe 2 und größere Ladeluftkühler. Mal schauen, was wir haben. Standard, Standard. Ich würde sagen, das machen wir, oder? Einfach nur, weil es halt wieder gesagt, wieder so ein Hochleistungsding ist. Und wenn es schon heißt, am Schluss gibt es noch die klassische oder was auch immer. Das Geld haben wir. Boah, 26.000 ist halt auch krass, ne? Aber am Schluss gibt es ja wenigstens ein paar Mark und momentan sind wir auf dem zweiten Platz. Wenn wir uns nicht ganz dumm anstellen und das hier halten können. Standard ist weg, gut, können wir wieder verkaufen, gibt es wahrscheinlich wieder ein paar tausend. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal dabei. Monte Carlo. Okay, geht direkt los. Wir fahren runter zu es. Dann kommt dieses ganze langgezogen und dann kommt das Rumgeeiere in der Stadt. Alles klar. Oh, so, ein bisschen lockern. Na, dass wir auch klarkommen. Oh, Schlückchen Kaffee nochmal. Ist ja wieder eine allmorgendliche Aufnahme hier. Beziehungsweise in aller Herrgott zu früh. So. Ist das wieder langgezogen, ne? Ja, ja. Oh Mann! Wir hätten da seinen dummen Eingang so geparkt. Und tschüss. So. Perfekt. Naja, perfekt anders. Ist anders. Aber das, was abgeblättert ist, das ist wahrscheinlich nur ein bisschen Lack, ne? So. Doch durch den. Sag mal. Den Whale-Tail. Wow! Nicht da hoch, bitte nicht da hoch, danke. So, jetzt haben wir zumindest ein paar Teile verbaut, die uns einen Boost geben. So einen kleinen Schubser. Die Leistung stimmt. Schön die Kurven mitnehmen. So, und jetzt wieder darauf achten, am letzten bisschen vielleicht auslaufen lassen. Nee. Oh, das klingt gut. Ach ja, oh, verdammt. Solange es nur ein bisschen Lack ist, ist alles gut. Nicht dagegen. Brettern, das ist dann wiederum schlecht. So, jetzt kommt. Ach ja, das ist ja wieder diese Harnnadelkurve gleich. Das ganz krasse Ding hier. Wie viele Runden müssen wir denn? Zwei Runden? Okay. So, erste absolviert. Wir sind auf Platz 1. Das sollte eigentlich immer so sein, finde ich. Also ganz persönlich. Da lassen wir jetzt den Eingang einfach mal Eingang sein. Wir sollten uns nicht weiter stören. Und hier fahren sie ja, wie wir gelernt haben, sehr schön langsam. Aber wahrscheinlich genau deswegen, weil sie hier nicht sonst um die Kurve kommen. Waren sie ein bisschen schlauer als wir. Aber auch nur ein bisschen. Zum Glück haben wir ein bisschen Raum herum. Der hängt uns wirklich im Nacken, der Kollege da hinten, ne? Das ist so eigentlich schon ein bisschen frech. So, jetzt da wieder. Jetzt hat Vollgas, ne? Jetzt sattle einfach mal rum ums Eck. Links rum, rechts rum. Alles richtig gemacht. So, diesmal vernünftig abbremsen da hinten. Wir lenken so ein bisschen nach links. Warum wohl? Komm, bremsen einfach mal. Einfach mal hauch runter. Da wieder die Leitplanke stehen lassen. Die nehmen wir nicht mit. Das ist gleich die große Bremsaktion. Sag mal. Ja, da fliegst du uns sogar noch entgegen beim Bremsen. Also die Bremsen scheinen wirklich nicht uneffektiv zu sein. Und der ist direkt hinter uns. Das gibt's nicht. Ist das ein kleiner Drecksack oder was? Ich finde auch. Aber wenn er erstmal abgehängt ist, soll uns das nicht weiter stören. Kommt noch eine Idiotenkurve. Tja, wir sind hinten weggebrochen. Macht nichts, wir sind Erster. Ja, mag schon 3,14. Zwei Runden gefahren. Das ist echt nicht unbedingt, ne? So etwa was sind das? 1,40 pro Runde. 42. Warte, habe ich mich verrechnet. Kann sein. 37. Erster, 86.000 mal so nebenher. Und. Ja, okay, Moby Dick ist bei uns. Carrera 2, Carrera 4. Was mit dem Spider? Willst du mich verarschen? Das schreit aber wirklich nach Hex. Das hat er so nicht hinbekommen. Boah,
Also ich bin wirklich nur am Rand geschlittert und das kostet 10.000. Naja. Was ist jetzt dran? Oh, Autobahn. Ja, wir machen's. Wir sind mal ganz krass und kaufen Regenreifen. Aber die haben wir nicht schon im Sack, ne? Bevor ich jetzt wieder. Nee, okay. Wie soll ich denn alle. Ach, da ist alles aus. Nee, habe ich verbaut. Okay. Okay, ich sag nichts. Slicks haben wir. Bringen aber nichts. Die Slicks, wenn. Felgen, uninteressant. Ersatzteile. Wenn die Strecke nass ist, und ich glaube, das ist die. Ist der Fall bei dem Autobahngedöns. Wir kaufen sie ein. Genau. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Auch nicht, dass es eine Rolle spielt. Wir fangen ganz unten an. Genau. Standard und Standard. Die Sachen, die wir dazu gekauft haben, geben wieder 10.000. Also von daher gar kein Problem. Annehmen. Jawohl. 4.000 nur gezahlt für diesen ganzen Quatsch. Läuft. Dann direkt verbauen. Tuning. Und weiter geht's. Slicks, Regenreifen, Teil anbringen. Zurück. Nochmal zurück. Okay, ist das die letzte oder kommt da noch was? Ich glaube, das ist die letzte, ne? So ein Industriell sind wir gefahren, Alpen sind wir gefahren, das sind wir gefahren, das waren 4 oder 5. Okay. Wir hoffen. Ah ne, das war die letzte, glaube ich. Aber wir schauen einfach mal. Fahren Sie, als ob es nicht die letzte ist. Hier geht es leicht bergab, deswegen direkt mal Kurskorrekturen vornehmen. Nicht andotzen, bitte. Vielen Dank. So. Oh Mann, Leck. Da kann ich wieder ausrasten. Wieso bin ich nicht auf die Bremse getreten? Ja, wegen dem scheiß Regen. Habe ich mal das Gefühl, dass ich. Ne, wer bremst, der verliert nicht, sondern wer bremst, der fliegt von der Kurve. Sag mal. Sonst ist alles okay, ja? Maul. Den roten. Jetzt sind sogar zwei von diesen roten Affen vor uns. Verdammte rote Ratten. Ist das richtig so? Jein. Oh, das wird wieder teuer. Mein Gott, Walter, fahr doch mal geradeaus. Oh, komm. Was ist denn mit denen los? Wieso fahren die denn wie die letzten Henker? Ich verstehe das nicht so richtig. Oh Mann. Ja, irgendwie um die Kurven will der nicht. Der will halt einfach nicht. Dann muss er auch nicht, ne? Ich komme nicht mehr um die Kurven mit dem Ding. Das ist natürlich eher ungünstig. Warum bin ich auf. Moment, warum auf einmal so krass abgeschlagen? Ich verstehe es nicht ganz. Boah. Ja, ich komme nicht mehr um die Kurven. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Bin ich wirklich Letzter? Das kann nicht sein, oder? Ja, das Tückchen fährt da wieder. Haben wir schon mal gesehen, aber dann irgendwie verpeilt. Mein Gott, ich komme einfach ums Eck nicht rum. Was ist das für ein Schwachsinn? Einfach mal links lang. Ja, zum ersten Mal kommen wir vernünftig aus einer Ausfahrt. Oder Auffahrt viel eher. Das gibt's doch nicht. Ja, weh, weh, weh. Mein Gott, fahr doch. Als weiter. So, jetzt wieder. Na, sogar hinten reingerammt noch. Das ist doch. Nee, halte ich nicht. Du kannst ja mal die Klappe halten. Vielleicht halte ich noch einen Wagen. Ja, nee, ist klar. Wie die letzten Henker fahren die hier. Mein Gott, Walter. Schon ziemlich frech. Ja, da kommen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr ran, oder? Kennen wir schon die Tricks. Fahr zu. Leck mich. Mein Gott, so gut gefahren und dann. Naja. Auf dem letzten Meter alles aus der Hand gegeben. Naja, immerhin Vierter. Oder wir können also höchstens Dritter werden. Das war richtig für den Arsch, muss man sagen. Genau, zweiter mit fettem Abstand und sogar noch fast eine Bestzeit. Naja, fast ist übertrieben. Ach, mit dem haben die.
Was ist los? Was? 15 Sekunden mehr? Das erscheint mir nicht sehr logisch. Ja, genau das. Anfang vor Ende. Und vor allem am Schluss nochmal richtig schön das Endstück mitgenommen. Das ist nicht nur ein bisschen verkratzt. Oh Mann. Das ist nicht nur ein bisschen verkratzt, sondern wirklich alles komplett aufgerissen dann vorne rechts. Und da das gleiche nochmal, weil es so schön war. Ja, mit so einem Ding da fährt es halt nicht mehr so gut. Und da haben wir keine Chance, trotz Turbo-Zeugs. Sind kaum noch angekommen. Ich schätze mal, der Grund war Motorschaden, oder? Und dann nochmal eine Runde, ja, weil dann hat er nicht mehr gelenkt. Oh Gott. Dann ist er plötzlich der Feind. Oh Gott, das war wirklich ein Trauerspiel am Schluss nochmal. Aber das ist halt auch schön, ne? Weil das gibt es, wie gesagt, bei den späteren nicht mehr so wirklich. Diese Schadensmodelle, die auch wirklich einen Einfluss haben. Dann wird es immer arcadiger, immer langweiliger, wie ich finde auch. Hatte man sich dann mit der Polizei bei Hot Pursuit 2 rumprügelt, das ist einfach nur noch nervig. Weil da macht man nichts anderes als nicht nur die Polizei, sondern auch die anderen, die rammt man ständig weg. Also lässt sie ein bisschen vor und rammt ihn hinten ins Heck, dass sie sich wegdrehen, schiebt zur Seite, fährt davon. Das ist dann wirklich nur noch Boxautos, das ist totaler Quatsch. Hier wenigstens noch so ein Hauch von Simulation mit dabei. Klar, kann man mit heutigen Maßstäben nicht mehr vergleichen mit, weiß nicht, Assetto Corsa oder wie die Dinger heißen. Und was es da nicht alles gibt. Aber man merkt schon, das Ding ist nach ein paar Kollisionen einfach kaum noch zu steuern. Macht es natürlich schwieriger, aber wie ich finde auch, weiß ich nicht, ich möchte es gar nicht anders haben. Und sobald ich irgendwie auch in Arcade Racern die Möglichkeit habe, dann Schadensmodell einzustellen, dann wird es einfach gemacht. Das soll auch eine Auswirkung haben. Ich möchte auch merken, wenn ich Fehler mache, dass ich dann dafür bestraft werde. Ich möchte nicht alles auf dem silbernen Tablett präsentiert bekommen. Aber naja, das so viel dazu. Ja, jetzt kommt die Box-Challenge. Nur boxt es. Profi, oh Mann. 1997 brachte Porsche einen Roadster heraus, und zwar den brandneuen, ach ja, Porsche Boxster. Dieses Turnier steht nur diesen schlanken, leistungsstarken Zweisitzern offen. Ich möchte einfach mal ganz kurz schauen, bevor, ja, die Zeit ist eh schon um, aber, oh Gott, den reparieren wir gar nicht. Ich stelle mal kaputt, wie er ist in die Werkstatt, das interessiert uns gar nicht mehr. Wir schauen einfach mal, was denn die Boxster-Geschichten kosten. Oh, 76.000, okay. Interessant. Gibt's da noch mehr oder wie oder was? Klasse. Moderne Ära Klasse 3. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück zur Klasse 3 Trophy. Ist wahrscheinlich nicht so leistungsstark. Ich möchte mal vergleichen mit dem. Ist das unser aktueller? Nee. GT3 Race Version. Was ist das denn? Oh. Schick. Was haben wir denn? 95er. Genau, das ist der letzte, den wir geholt haben. Und der ist insgesamt wesentlich schlechter. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, denn das ist jetzt wieder dann gleich so eine abgespeckte Version. Ja, Höchstgeschwindigkeit ist nicht so krass, man kann ihn besser kontrollieren. Er beschleunigt nicht so heftig. Bremsen, ja gut, braucht man nicht so bei den Geschwindigkeiten dann wahrscheinlich. Und das Handling an sich, okay, das ist wieder für den Arsch. Ich finde diesen anderen Boxer, nee, Roadster, nee, Speeder war der, genau, der war richtig, richtig scheiße zu lenken, muss man ganz ehrlich auf gut Deutsch mal sagen. Aber da wir den sowieso brauchen, würde ich sagen, wir kaufen den einfach, ne? Vielleicht in der schicken Farbe. Boah. Nee, was haben wir denn hier noch? Ja, so ein Senffarbe oder was das ist. So ein was auch immer. Ocker. Hm. Ja, komm. Auto darf auch mal scheiße aussehen. Wir kaufen den einfach. Bin mal gespannt, wie das im Cockpit klingt, weil es ist ja quasi Open Air. Ob das dann auch wirklich wieder diese dumpfen Knackgeräusche gibt, als ob man irgendwie in einer schalldichten Kammer sitzt. Ich weiß es nicht. So, der wird auf jeden Fall gekauft. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Ja, mit der Boxer Challenge. Das wird ja witzig. 40.000 zum Starten. Schauen wir mal, ob wir ein paar Teile dazu finden. Ich sage, ja, das geht's beim nächsten Mal. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.